Meine Hölle. Ach. 2 Sekunden. Der 9 schlägt. Des Krieges Gong ist nur für dich. Benjamin Franklin. In der Kirchturm. So kann ich nicht gehen. Da sterben die Leute. Nein, nicht sterben. 4. Ein göttliches Schild gibt mir Schutz. Erster Gegner da. Ich geh auf den Rogue. Ja. Lebst du noch? Ja. Awesome. Rogue down. Jetzt auf den Hunter. Tja, du wirst nur durch meine Flamme des Glaubens geheilt. Oh, jetzt noch ein Rogue. Ja, jetzt die Spannung vorbei ist. Wirklich. Ja, ich muss. Brauchst du gar nicht weiter, so einen Schocker machen. Auf. Haben wir nice geregelt. Oh, danke. Da werden wir noch mal. Wirst du auch brauchen. Nein, oh, ich wusste, das wird geil. Nein, bleib. Na. Eine Hand des Schutzes hat mich heute nicht berührt. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch klingt es. Du meinst, du hattest nicht genug Fokus? Tausend Ehresgebiet, tausend Ehre. Wer hat das gesagt? Benjamin Franklin. In des Henkers Ehren. Fragezeichen. Ja. Rogue kommt auch gleich dazu. 4. Don't die. Du bist noch zu jung zu sterben und zu alt, um neu geboren zu werden. Ach so. Benjamin Franklin in Golgatha. Ein Rogue steppt mich hier in den Rücken, da kommt ein anderer Rogue von uns und steppt ihn die ganze Zeit. Also bitte, ja. Oh shit. Ja, wieder der Krieger. 4,9k. Verfolgt einen auch irgendwie. Oh, ich bin so allein auf einmal. Yo, you guys. 1 Sekunde, oder? 30 Sekunden. Da bin ich ja noch nicht da. Also du bist ja nicht da. Oder? Nee, ich wollte dir nur sagen, falls du sterben willst. Oder? Ach so, ja. Na. Ja. Wir reformieren uns an der Schmiede. Martin Luther. In die Reformierung. True Story. Was sind das hier? Auf geht's. Rettet den Mann. Der Mann ist gerettet. Oh, 4 hat Abklingzeit, damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein, nein. Oh nein. Ich bin schon wieder gespawnt, halt durch. Ja, du suchst ja meine besten Momente zum Sterben. Oh Mann. Ich warte bei der Flagge.
dass man von Lasergain nicht gucken kann. Nee, das macht er die ganze Zeit nicht. Nein. Oh, Mann. Konnte es nicht länger hinauszögern. Ein Krieger kommt niemals pünktlich und ebenso wenig zur richtigen Zeit. Er kommt immer dann, wenn er es nicht beabsichtigt. Abraham Lincoln, des Kriegers Advokat. Denn nur der späte Wurm entgeht dem Vogel. Scooby in Kuckucksnest. Anders bekannt als Deutschenker. Ja, ach. Scooby, ich war immer die ganze Zeit irgendwo gestanden. Du warst so lange da, dass ich dich hätte hingehen können, aber es ging nicht. Naja. Vielleicht das nächste Mal. Man muss ja nicht immer gewinnen. Mhm. Man darf aber auch nicht immer verlieren. Scooby in Hof. Das Spiel ohne Grenzen. Okay, dann mein 4 ist ready. Charge! Gestampft. Der Scooby wird nicht sterben. Die macht einen Abgang. Dreimal mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Scooby darf nicht sterben. Für beste Synchronisation, bestes Drehbuch und bestes Time. Also wenn ich bedenke, ich krippe hier 800 gegen den Rogue, ja? 800. Also mit Aldrich. Ach. Mach dir nichts draus. Na, 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 na. No, just it. Some fucking great healing, ja. Ja, man sieht schon wieder am meisten Ehre gehabt. Der eine ja nur wegen diesem komischen Bonus. Oh Mann. Just honor grinding. Nice, ein bisschen Asche ist respawn. 85 in auf die Siege, you guys. Guck mal. In Friedhof. Das war's. Ja, man wundert sich, ne? Aber es ist wirklich nur Friedhof. Friedhof der Guscheltiere ist schon vergeben. Das ist mir ein sehr provokativer Titel. Angesiedelt in der späten Schaffensperiode. Gleich nach der blauen Phase. Der. Ach, falls mal. Ach. Blaue Phase der Verzweiflung. Von und mit Emily Rose. Ich frage mich gerade, wie noch mit der Regisseur von Serengeti darf nicht sterben hieß. Der hieß Chimek. Chimek.
Das ist das, was er im Ugorogoro-Krater Ungorogoro-Krater gedreht hat. Ja. Und, surprise, surprise, gibt es einen Ungorogoro-Krater auch in Rio Vegas. Noch 6. You can do it. You can do it. Oh, ich will immer aufs Flugmount, springe schon, fliegend los, stürze in die Säure. Gut, ja. In einer Real-Life-Verfilmung. Komm, wir töten schon mal Wildtiere. Du bist noch Asche sammeln, ist noch Asche. Jetzt spawnt doch gleich wieder welche. Warum soll ich auf Spawn warten, wenn ja überall was rum? Bla bla bla. Du möchtest nicht alleine sowas töten. Guck dir die mal an, wie die aussehen. Diese Mistgestalten. Also in der Säure ist auch noch so ein Zeug drin. Kann gar nicht unter die Säure decken. Dann kriege ich ja Damage. Jetzt sagt jeder, oh Scooby, ist doch logisch, dass man in der Säure Damage kriegt. Dann sage ich, in Lava kriegt man auch keinen Damage mehr. Doch, kümmer. Nein. Ja, nur wenn du nicht wirklich eintauchst. Halt ist auf, das? Auf dieser Textur-Lava kriegst du kein Damage. Aber in der, die Wasser ersetzt, kriegst du Damage. Oder jetzt sprichst du wie in einem MMORPG. Natürlich in der Lava. Brauchst du noch Asche? Ich brauche noch Asche. Ich habe wenig Asche. Wir müssen mal Let's Play von Clone Endeavor spielen. Eigentlich schon. Aber wenn ich Asche habe, dass ich dich in der entscheidenden Spielphase töte, den Laufflash meines Lebens kriege. Du super pissig bist. Was ist das denn jetzt hier? Voll wie ein Power Ranger, das Ding. Haben wir damals eigentlich alles durchgemacht? Nein. Wir haben 4-5 Missionen gemacht. Oh. Ja, das war ja so ähnlich wie eine Kampagne gerade, ne? Ja, wurde immer schwieriger. Boah. Ich brauche noch so einen ganz kleinen Tick an Erfahrung. Für mich nur 2.000 Erfahrung. Kriegst du ja dann in diesem Schlachtfeld. Ja. Dann kommt die neue Waffe. Oh, muss das Schlachtfeld sein? Meinst du, ich kriege hier Level ab?